Hier in der Sammlung Falkenberg ist gerade zu sehen die Ausstellung Homo Americanus mit Werken von Raymond Pettibone. Und es ist wahrscheinlich die größte bisher stattfindende Einzelausstellung von Raymond Pettibone. Die versammelt Arbeiten aus den 70er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart. Und die schafft es vor allen Dingen, den Bogen zu schlagen von den ganz frühen Arbeiten von 1976, dem legendären Comic Captive Chains, den Gestaltung für die Band Black Flag und das Label SST, bis hin halt eben zu den ja, durchaus politisierenden Arbeiten zum Irakkrieg, einen Überblick zu verschaffen über das wirklich gesamte Werk Raymond Pettibones. Der Titel der Ausstellung Homo Americanus dockt natürlich an den Begriff des Homo Sapiens. Und genauso wie es nicht nur einen Homo Sapiens gibt, sondern das unglaublich differenziert halt darzustellen wäre, ist es auch mit dem Homo Americanus. Natürlich gibt es hier einen, ja man könnte sagen, Key Motive der Ausstellung, einen Punkmusiker mit erigiertem Glied, der wild und wütend aus dem Bild herausschaut. Aber der Homo Americanus beschreibt halt eben alle Facetten amerikanischen gesellschaftlichen Lebens. Raymond Pettibone ist ein amerikanischer Künstler, der in Kalifornien, in Los Angeles aufgewachsen ist und der seit den 70er Jahren halt anfängt, künstlerisch zu arbeiten. Wie gesagt, die frühen Arbeiten, die ersten Arbeiten sind durchaus dem Sujet des Comics verhaftet. Zentral dann natürlich Captive Chains, halt das Comic, das 1976 erschienen ist. Der Bruder von Raymond Pettibone, Greg Ginn, ist der Mitbegründer der Band Black Flag und der Gründer des Labels SST, sodass Raymond Pettibone seine Zeichnungen relativ schnell über die Verwendung als Cover, als Flyer halt einem großen Publikum zugänglich gemacht hat und darüber auch einigermaßen Bekanntheit erlangt hat. Pettibone hat von Beginn an aber sich nicht als Plattencover-Gestalter natürlich wahrgenommen, sondern eben als Künstler, dessen Arbeiten halt verwendet werden für Cover und für Flyer. Harald Falkenberg hat diese Aufstellung initiiert, genau aus diesem Anlass. Falkenberg sammelt Raymond Pettibone seit den 90er Jahren und weiß natürlich, dass viele Sammlerkollegen auch Konvolute von Pettibone in ihrem Besitz haben. Und die Idee war einfach, all diese Konvolute mal zusammenzuführen und zu präsentieren. Für die Ausstellung wurde dann Ulrich Loog verpflichtet als Kurator. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil Ulrich Loog derjenige ist, der 1995 die überhaupt allererste Einzelausstellung mit Arbeiten Raymond Pettibones ausgerichtet hat, damals in der Kunsthalle Bern. Und Ulrich Loog ist natürlich seitdem ein profunder Kenner des Werkes, hat auch engen Kontakt zu Raymond Pettibone, was sich auch ausgezahlt hat, weil der Ausstellungskatalog zum Beispiel in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler entstanden ist. Die Texte zu den einzelnen Werkgruppen sind O-Töne Raymond Pettibones, die Ulrich Loog aus vielen Interviews mit dem Künstler editiert hat. Und diese Werkgruppen finden sich auch in der Ausstellung wieder, die Ulrich Loog hier choreografiert hat. Die argumentiert teilweise chronologisch, halt von den frühen Werken ausgehend, über die 80er bis in die 90er. Und in der dritten Etage der Ausstellung finden wir dann eine motivische Anordnung der Werkgruppen, die dahingehend halt auch hochinteressant ist, als dass wir einzelne Motivgruppen, wie zum Beispiel die Züge, die Surfer, die Baseballspieler finden, die aber über einen langen Zeitraum entstanden sind. Also Züge aus den 80ern bis Züge in die Gegenwart und sich darüber natürlich auch ganz gut vermitteln lässt, wie sich das Werk entwickelt. Dann aber auch immer zeigt, dass diesen idealisierten Momenten amerikanischer Alltagskultur immer auch eine Schattenseite innewohnt. Also gerade halt dieses Hippietum, was aufbricht mit Liebe und friedvollem Zusammenleben, was sich dann eben umkehrt in Mordbanden wie die Manson Family und eben dieses gesellschaftliche Ideal einfach in einen Albtraum verwandelt.